Hallo, ich möchte Sie heute recht herzlich begrüßen auf unserer Ausgrabung hier, die vor den Baumaßnahmen stattfindet, im Bereich des zukünftigen Logistikparks an der A45 bei Berstadt. Wir sind hier seit jetzt gut anderthalb Jahren dran, archäologische Untersuchungen durchzuführen und befinden uns so jetzt am Ende der Grabung, sodass wir die Gelegenheit hier draußen vor Ort noch mal ergreifen wollen, direkt vor Ort zu erläutern, was wir hier eigentlich tun und warum wir das tun und was so ein bisschen schon vorab Ergebnisse sind, die wir hier erzielen konnten. Zur zeitlichen Einordnung auf dieser Ausgrabung beschäftigen wir uns vor allem mit Befunden und Funden aus der Zeit der mittleren Jungsteinzeit. Wenn wir das eine runde Zahl mal nennen wollen, da sind wir ungefähr so um 5000 vor Christus, dass wir das ein bisschen zeitlich einordnen können. Wie gesagt, die Hauptmasse der Befunde und Funde, die wir hier dokumentieren, kommt aus der mittleren Jungsteinzeit. Viele wird interessieren, was hat sich denn seit dieser Zeit überhaupt noch im Boden erhalten? Was wir hier nachweisen können oder die Hauptgruppe mit Funden oder Befunden, mit denen wir uns auseinandersetzen, sind Pfostenlöcher bzw. Pfostenstandspuren. Und das ist das Spannende, wenn Sie vor 6000 Jahren ein Haus gebaut haben und haben dort das Haus mit Holzpfosten errichtet, in Holzpfostenbauweise, dann lassen sich diese Pfostenlöcher, die Sie selbst angelegt haben vor 6000 Jahren, noch heute nachweisen, wenn niemand ein größeres Loch gemacht hat. Und anhand dieser verschiedenen Pfostenstandspuren können wir eben dann komplette Hausgrundrisse erschließen, wenn die sich alle erhalten haben. So, wir schauen uns gerade mal eins dieser Pfostenlöcher an, die aktuell auf der Fläche offen sind. Wir haben also hier jetzt ein archäologisches Planum erstellt in der Fläche und man kann auch gut erkennen, gut in Anführungszeichen, diese leichte dunkle Verfärbung. Hier stand in der Jungsteinzeit ein Hauspfosten. Und wenn man das Ganze jetzt in der Achse verfolgt, sehen Sie weitere Pfosten in der Fläche. Wir dokumentieren das Ganze erstmal im Planum. Wird sozusagen der Umriss des Pfostens aufgenommen für einen Plan. Dann wird nicht jeder Pfosten geschnitten, sodass wir sehen, wie tief der Pfosten noch erhalten ist. Sie sehen sehr deutlich hier das ehemalige Pfostenloch, die Pfostengrube. Hier stand der Pfosten in der Jungsteinzeit. Und das Ganze erhält sich eben im Boden als Verfärbung. Der Pfosten selbst ist nicht mehr da, aber als Verfärbung erkenne ich die ehemalige Standspur bzw. das Pfostenloch. Und wenn ich jetzt mehrere Pfosten derselben Größe, derselben Verfärbung, Verfüllung habe und die alle in einer Linie bekomme, ergibt sich so langsam ein Sinn der ganzen Geschichte. Und wir haben mit etwas Glück eine Pfostenreihe, wo eine Wand stand, und haben eine zweite Pfostenreihe, ist hier sehr gut auf der anderen Seite zu sehen, beziehungsweise hinter mir, sodass wir dann ganze Hausgrundrisse zusammenbekommen. Ich kann Ihnen das auch mal im Plan zeigen. Dies wäre jetzt ein Hausgrundriss, einer der größeren Hausgrundrisse. Sie sehen jetzt hier, jeder einzelne Pfosten wurde eingemessen und die Reihe der Pfosten ergeben ein System. Wir haben hier die eine Hauswand, die zweite Hauswand und jeweils drei Mittelpfosten, die dann die Firstpfosten für die Dachkonstruktion tragen. Ein ganz typischer Hausgrundriss der Rössenkultur aus der mittleren Jungsteinzeit. Und hier eins der größten Häuser, was wir in Berstadt aufgedeckt haben. Der Gebäudegrundriss ist insgesamt über 60 Meter lang. Deswegen, Sie sehen auch die großen Flächen, die wir brauchen, um diese Hausgrundrisse freizulegen. Was heute für die Außenaufnahmen nicht so ganz passt, ist sehr viel Wind, aber wir können ihn nutzen, auch ein bisschen was hier an dem Haus zu erklären. Sie sehen ja ein 60 Meter langes Haus, annähernd schiffsförmig gebaut mit einer Schmalseite. Und die Schmalseite dieser neolithischen Häuser war immer ausgerichtet in die Hauptwindrichtung. Das passt heute sehr gut. Also Sie sehen, die Schmalseite des Hauses ist mit sozusagen dem Bug gegen die Hauptwindrichtung ausgerichtet. Deswegen erklärt sich auch, warum die Häuser alle dieselbe Ausrichtung in dieser Siedlung haben. Man orientiert sich an der Hauptwindrichtung. Also perfekt heute, um das Ganze hier vor Ort zu erklären. Dies wäre die Rekonstruktion eines Rössenhauses. Das wäre sozusagen die windabgewandte Seite, hier mit einer etwas breiteren Front, auf der sozusagen sich das tägliche Leben abspielt. Und in der Rekonstruktion zu sehen, die Gefäße mit typischer Verzierung. Wir finden hier in den Gruben diese verzierten Scherben, sodass wir wissen, dass wir uns in der Rössenkultur befinden.
aus der mittleren Jungsteinzeit. Dazu passen aber auch die ganz charakteristischen Haustypen, die wir hier nachweisen können. Das ist der nicht ganz aktuelle Gesamtplan, auf dem man einzeln eingetragen jeweils die Häuser sieht. Das eine Haus hatte ich Ihnen ja schon vorgestellt mit 60 Metern Länge, wäre hier. Und das Besondere jetzt der Siedlung, die wir hier ausgraben, Sie sehen diese ganzen Suchschnitte, die wir angelegt haben, das ist auch der Grund, warum manchmal von außen betrachtet der Eindruck entsteht, die machen ja ein Loch auf, wo sie schon mal gegraben haben. Wir haben zunächst die Fläche komplett mit Sondageschnitten untersucht und haben uns ungefähr orientiert, wo die einzelnen Häuser liegen. Und nach graben wir dann die gesamten Hausgrundrisse direkt frei und können so bei der Methode halt sozusagen selektiv die Bereiche der Häuser ausgraben, ohne das gesamte Feld abzudecken. Man muss aber mittlerweile sagen, hätten wir von Anfang an gewusst, was uns hier erwartet anhand dieser Befunde und in der Menge, die wir hier an Hausgrundrissen vorfinden, hätte man wahrscheinlich wirklich die gesamte Fläche abgedeckt. Aber auch so erreichen wir ein relativ gutes Ergebnis und können nachher sagen, wir haben zumindest alle Hausgrundrisse, die hier waren, wahrscheinlich zu über 95% nachgewiesen. Das ein oder andere Haus uns durch die Lappen gegangen ist, mag sein, aber es sind auch nicht alle gleich gut erhalten. Nicht alle Pfosten lassen sich mehr nachweisen, nicht alle Hausgrundrisse sind komplett. Aber das Besondere, mittlerweile nähern wir uns fast der 40er Marke der Hausgrundrisse und damit gehört die Siedlung in Wolfersheim-Bärstadt sozusagen mit zu den größten erfassten oder zusammenhängend erfassten rössenzeitlichen Siedlungen, die wir in Deutschland kennen. Also ein ganz besonderer, bedeutender Ort für die Archäologie und vor allem für die Erforschung der mittleren Bronzezeit. Das Ganze hat sich also wirklich gelohnt hier und wir freuen uns, wenn wir das Ganze auch dann irgendwann jetzt abgeschlossen haben. Aber trotzdem, es sind fantastische Ergebnisse, die hier eben auch für die Wissenschaft errungen werden konnten. Auch wenn es sich nur um diese einfachen Pfostenlöcher handelt, in der Zusammenschau ergibt das Ganze oder ergeben sich hier sehr, sehr spannende und wichtige Ergebnisse für die Forschung. Man wird sich fragen, wo wir hier genau sagen können, diese Häuser stammen aus dieser mittleren Phase des Neolithikums, aus der mittleren Jungsteinzeit. Das Ganze können wir zum einen anhand der charakteristischen Hausformen, also wie die Pfosten zueinander stehen, sagen, die Form der Häuser, aber auch anhand der Keramik der Funde, die wir hier machen. Das Hauptfundmaterial besteht aus Scherben, Gefäße, die kaputt gehen, die weggeworfen werden, eigentlich Müll entsorgt werden, Scherben, aber auch Tierknochen, eben Essensreste, die in Gruben sozusagen weggeworfen werden, die finden wir noch. Und das Fundmaterial, wenn man Glück hat in der Rössenzeit, freundlicherweise, werden die Scherben verziert. Und zwar charakteristisch verziert mit Einstichmustern, relativ flächig häufig auf Gefäßen. Es gibt auch glatte Gefäße. Aber hier, das wären ganze Gefäße mit Griffknuppen, an denen zum Teil die Gefäße an Seilen hochgehängt wurden, damit keine Schädlinge reinkommen, beispielsweise an Getreide. Ich führe also an diesen Knuppen Schnüre durch, hänge das Ganze an die Decke und Schädlinge kommen nicht hinein. Und diese ganz charakteristischen Verzierungen sagen uns eben, wir sind in dieser Rössenzeit mittlere Jungsteinzeit. Teilweise sind diese Verzierungen auch farblich unterlegt, also mit Inkrustationen. Man kann das mit kalkartigen Sachen herstellen. Muschelgruß zum Beispiel kann man einarbeiten in die Vertiefung und man hat dann sozusagen auch einen farbigen Effekt bei der Keramik. Neben Keramikresten finden wir ab und zu auch Steinwerkzeuge. Steinzeit, klar. Dort waren Äxte und Beile aus Steinen hergestellt. Die finden wir auch teilweise. Oder auch Feuersteinklingen, die als Messer genutzt wurden. Wie gesagt, das sind die Hauptfundgruppen hier. Außer den Hausgrundrissen konnten wir auch insgesamt 12 Bestattungen im Bereich der Siedlung nachweisen. Die Bestattungen waren Körperbestattungen, aber leider ohne Beigaben, sodass die genaue Zuordnung zu einzelnen Phasen der Siedlung noch nicht ganz möglich ist. Aber trotzdem, wie gesagt, konnten wir auch insgesamt 12 Bestattungen nachweisen. Außer den regelhaften Hausgrundrissen kamen auch einige Zaunelemente heraus, möglicherweise Viehgatter, die sich an die Häuser anschließen, beziehungsweise eine Umzäunung auch, die in einer Phase einen Teil der Umsiedlung praktisch gegen
Vieh oder anderes von außen schützte. Wir haben jetzt hier die Grabung relativ weit gebracht. Wir haben noch einige Restarbeiten zu erledigen. Der Bereich des Feldwegs muss noch untersucht werden. Es müssen noch einige Restflächen in den nächsten Wochen geöffnet werden. Aber im Wesentlichen kann man sagen, mit Rückblick auf die gesamte Maßnahme sind wir doch jetzt so, kommen wir langsam zum Ende. Die Funde werden archiviert. Die Dokumentationen, Fotos, Zeichnungen werden dann auch noch dementsprechend aufgearbeitet, ebenfalls archiviert und stehen dann der zukünftigen Forschung zur Verfügung. Und damit möchte ich mich hier heute sozusagen von Ihnen verabschieden, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für dieses kleine Video und hoffe, wir konnten Ihnen so ein bisschen die Arbeiten hier näher bringen, was wir hier gemacht haben. Und wir werden wahrscheinlich nach Abschluss der Arbeiten, so im Winterhalbjahr, sicherlich noch mal eine kleine Information zusammenstellen, wo wir auch tiefer noch mal in das Thema Rössenzeit, Bärstadt, die Siedlung in Bärstadt und ihre Bedeutung in der zukünftigen Forschung Ihnen darlegen können oder zeigen können. Und Sie sehen können, dass Sie hier wirklich vor Ort in Wölfersheim-Bärstadt ein ganz besonderes archäologisches Juwel haben.